Hallo bei Knitting Dani. In diesem Video zeige ich euch den norwegischen Maschenanschlag. Ich habe den gewählt bei meiner Socke Kerzenschein und der ist super schön zu stricken, ganz einfach, natürlich elastisch, deswegen habe ich ihn gewählt, deswegen macht man ihn sehr gerne bei Socken. Norwegischer Maschenanschlag für Socken. Ich habe sonst auch gerne den italienischen Maschenanschlag, wollte aber mal einen anderen wählen, weil viele irgendwie ein bisschen Furcht haben vor dem italienischen Maschenanschlag. Da habe ich aber auch Videos dazu gedreht, auch ein Slow-Motion-Video. Und jetzt aber für euch den norwegischen Maschenanschlag. Ich zeige ihn euch. Jetzt ist die Kamera scharf. Hier zum Beispiel bei dieser bunten Socke, das ist das Bündchen außen von oben und innen. Und er ist wirklich super schön dehnbar. Ich zeige ihn euch mal in einer Uni-Variante. Die Socke stricke ich gerade nochmal für meinen Mann. Socke Kerzenschein. Und schaut mal, wie super schön elastisch der ist. Und er geht wieder schön zurück in Form, leiert nicht aus und ist ganz einfach zu stricken. Von oben, so sieht er aus, von innen, also von links und von rechts. Fügt sich also super in das Maschenbild ein. Ich beginne mit einer Schlaufe. Ihr könnt die machen, wie ihr Schlaufen, Knötchen zu Beginn gern selber macht. Wenn ihr dann schon was eine Variante habt, ich zeige euch meine. Im Grunde ist es egal, ob oben das Knäuel ist oder das Ende des Fadens. Ich habe jetzt einfach mal oben das Ende des Fadens. Ich halte hier die zwei Fäden zusammen mit der rechten Hand und komme jetzt in die Schlaufe von oben mit Daumen und Zeigefinger. Mache mir so ein Trapez, so ein Dreieck und kippe die Hand einmal, sodass der Faden in der Hand liegt. Ich mache nochmal, ich komme von oben in die Schlaufe. Ich kippe die Hand einmal nach oben, die Handfläche schaut dann dich an und dann hältst du einfach hier schön den Faden fest. Und jetzt komme ich mit einer Nadel, wie bei einem Schlaufenanschlag, ne, das kennen wir. Ich hole mir vom Daumenfaden von unten, steche ich einmal in die Mitte und hole mir den Zeigefingerfaden. Und jetzt lasse ich beides los und schön anziehen und schon haben wir einen Anfangsknoten. Und jetzt ist es so, dass oben jetzt der lose oder Anfangsfaden liegt. Wie gesagt, das ist egal. Nehmt euch schön viel, je nachdem wie viel Maschen ihr, zum Beispiel 60 bei Größe 38 bis 42 oder so, 60 Maschen oder bis 41 für Socken. Jetzt nehmen wir den Faden folgendermaßen wie bei einem Schlaufenanschlag. Ich gehe mit dem kleinen Finger hier in den oberen Faden. Jetzt ist in der Handfläche nichts. Dann komme ich mit dem Zeigefinger unter diesen Faden, mit dem Daumen unter den unteren Faden und kippe die Hand nach oben. Jetzt habe ich hier über Daumen und Zeigefinger die Fäden liegen. Sobald ich die Hand nach unten kippe, habe ich hier so eine schöne Schlaufe, mit der passiert jetzt was. Ich zeige es euch nochmal. Kleiner Finger schnappt sich den oberen Faden. Die Handfläche schaut zu dir, die ist leer. Und jetzt mache ich mit dem Zeigefinger so eine Schlange und komme da drunter. Und schon ist der Zeigefinger bedeckt mit dem Faden. Jetzt braucht der Daumen auch einen Faden. Und unten halte ich schön fest, ähnlich wie gerade eben. Hier habe ich so ein Dreieck und jetzt habe ich eine Schlaufe am Daumen. Ich komme beim Schlaufenanschlag, das kennt jeder, so unter den Daumenfaden. Aber beim norwegischen nehmen wir zuerst beide Fäden. Also ich komme unter beide Fäden mit der Nadel und jetzt gehe ich aber in die Mitte und kippe den Daumen nach unten. Und so kippt die Schlaufe nach unten. Das zeige ich nochmal. Beide Fäden schnappe ich mir mit der Hilfsnadel oder Sockennadel oder was auch immer. Es kann auch eine Rundnadel sein. Beide Fäden von unten und in die Mitte hinein. Und jetzt kippen wir den Daumen und holen uns von oben den Zeigefingerfaden und holen ihn auch wieder durch die Mitte, so dass eine schöne Masche entstehen kann. Nochmal langsam.
Die Nadel geht unter beide Daumenfäden, unter beide. Das sieht man hier gut. Und jetzt geht die Nadel in die Mitte. Zweiter Schritt. Und der dritte Schritt ist, der Daumen kippt. Und jetzt holt die Nadel sich den Faden von oben. Geht durch die Mitte. Daumen lässt los. Oh, jetzt habe ich es nicht gescheit gesehen. Und schon haben wir eine Masche. Nochmal. Nadel geht unter beide Fäden. Kommt in die Mitte, zweiter Schritt, dritter Schritt, der Daumen kippt. Und jetzt kann ich mir von oben schön den Faden holen. Jetzt lässt der Daumen los. Ich halte hier mit dem Zeigefinger zur Sicherheit. Und der Daumen zieht sich die Masche stramm. Sieht bis jetzt schon mal so aus. Also ein hübscher Anschlag, der eben Platz bringt. Unter beide Fäden. In die Mitte hinein, Daumen kippt und jetzt hole ich mir in diese Lücke den Faden vom Zeigefinger. Ich halte hier schön fest mit dem Zeigefinger zur Sicherheit und der Daumen lässt los. Beide Fäden in die Mitte, Daumen kippen, Zeigefingerfaden holen, loslassen. Eins, zwei, drei und vier ist das Holen. Unter beide Fäden in die Mitte, Daumen kippt. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Daumen kippt. Und jetzt hole ich mir den Faden und ziehe ihn durch die Mitte, halte hier gut fest und mit dem Daumen wieder anziehen. Und durch das Ziehen bist du sofort schon wieder in der Bewegung, die du brauchst. Du hast dann hier wieder automatisch diese Schlaufe. Unter beide Fäden, durch die Mitte, Daumen kippt, Faden holen. Jetzt mache ich es mal ohne Worte. Unter beide in die Mitte kippen, holen. Unter beide in die Mitte kippen, holen und festziehen. Meine Lieben, ich glaube, ich habe jetzt so viele Maschen gemacht, dass ihr es verstanden habt. Ein schöner elastischer Anschlag für Socken. Norwegischer Maschenanschlag, eine schöne Alternative zum italienischen Anschlag. Viel Spaß bei euren nächsten Socken, Mützen, was auch immer ihr braucht, was elastisch sein soll. Tschüss, bis zum nächsten Mal.